Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos. Da gibt es erstmal die F4. Mäh! Was sind das denn für Symptome hier, Freunde? Mäh! Ja, Leute, ihr seht, ja, wir haben Besuch oder so, ne? Ja. Da machen wir mal Hallo. Freundlich. Ein freundliches Winky-Winky. Achso, vielleicht ist er gerade gar nicht da. Hallo. Er sieht nicht gerade freundlich aus, voll Blut verschmiert. Ja. Hallo. Ave Maria. Wie der letzte, ne? Beim Rausgehen noch den Mittelfinger gezeigt oder irgendwie so. Nein, der hat die F5 gezeigt. Was war denn die F5 nochmal? Ach, der hier. War das, okay, ja. Leute, ich bin der Einzige mit Bart hier, sehe ich gerade. Ria, du. Ich bin Baba. Du warst schon immer mal ein bisschen. Baba bin ich. Ich soll mal sagen, dazu umgefliegt. Möwe! Ja, Freunde, uns geht hier irgendwie der Strom aus, sagt die Möwe gerade. Ja, wir haben nur ein bisschen Sprit noch, ey. Ja, ich habe hier einen zweiten Dings hingebaut, Freunde, ihr seht selbst. Ja, den zweiten haben wir aber ausgestellt, weil sonst ist der Strom bei alle und das ist sonst kacke. Möwe, ohne Wasser können wir doch keine Tiere schlachten, das ist ja ein Kreislauf da. Ja. Ja, das ist alles ein Kreislauf. Maybe wie? Oh, wir haben schon Januar, Leute. Da oben links seht ihr es. Und wir hoffen, dass langsam bald mal wärmer wird, weil irgendwann geht dann der Schnee auf den Sack, ey. Ja. Nee. Und Spieler haben wir was gerade mit da drauf. Und sterbende Sonne ist auch schon irgendwo hier unterwegs. Leute, wir sind am Vormittag morgen früh. Alle haben sie, die haben sich wahrscheinlich einen Wecker gestellt. Guck mal, da hinten läuft einer. Mebibi, richtig was los hier? Leute, Mebibi. Ja, weil die Leute, die laufen hier alle nur mit Unterhose lang, ne? Und die kriegen natürlich noch mehr Damage als die Möwe und ich. So. Es kann noch mal hell sein, das muss doch nicht immer schneien, Mann, ey. Einfach nur weiß und dann schön mit Sonne, ne? Das ist immer schön. Yeah. Yeah. Wir haben hier vernünftige Symptome, Leute. Wie? Oh, ich hab gar nicht gefrühstückt, ne? Shit. So traust du dich raus, ohne Frühstück. Das ist er wieder. Haben wir denn noch Fleisch irgendwo oder was? Nee. Oh Mann. Du musst angeln, Mensch. Ja, ist klar. Im Eisteich oder was? Nee, weh. Ja, Leute, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Irgendwie sind unsere Vorräte irgendwie alle aufgebraucht. Wir hätten uns eher vorbereiten müssen mit dem Kühlschrank. Ja. Jetzt haben wir leider ein kleines Defizit. Maybe. Wir hätten auch mehr Tiere schlachten müssen und alles. Also, damit wir genug Fett haben für Spritreserven. Kann ja auch noch diese anderen Pflanzen, aber das ist auch so mega teuer. Das entspricht der Wahrheit, richtig ist. Wo ist das denn? Halt dein! Ey, dass die kleinen Viecher nicht mit einer Kugel tot gehen, ist voll albern, ne? Ja, Freunde, wir haben keine Pfeile mehr. Ich kann nur noch mal eine Backup-Waffe benutzen jetzt hier. Ah, da ist noch einer. Wichtig ist. Um ein bisschen Fleisch zu sammeln, Freunde. Ihr seht selbst. Weil wir brauchen ja auch Federn und so. Aber das ist halt ein Kreislauf, ne? Wenn die Möwe zu Hause gammelt, dann kommt ja nichts zustande hier. Mewebi. Halt den. Oh nein, jetzt läuft er nicht da wieder. Oh! Oh, meine Güte, ey, das ist anstrengend, ey. Ja, ich schieß die Tür, das kleine Viehzeug mit der Pistole ab, ey. Zwei habe ich schon. Damit wir immer vernünftige Symptome wiederherstellen, Leute. Das kann ja nicht sein, dass wir alle hungern, ey. Na gut, wenn die neuen Spieler bei uns im Haus reingehen und die Kiste leer essen, ne? Dann ist natürlich auch schwierig, weißt du? Wir haben ja für uns schon kaum was, ne? Aber. Im Winter anfangen als neuer Spieler hätte ich aber auch keinen Bock, weißt du? Wie soll das denn gehen, ey? Ne? Ja. Das geht ja gar nicht. Die würden ja die ganze Zeit nur sterben. Das ist ja voll unfair eigentlich, das Spiel. Das ist schon ein bisschen Hammer, ne? Ja. Aber ich habe festgestellt, im Einspielermodus sind die deutlich mehr Kisten rum, ey. Na, ist das so? Ja.
Aber vielleicht täuscht das nur. Oh nein, ich hab Tollwut. Oh nein. Oh, mach keinen Scheiß, Mann, wir haben noch nix. Oh. Wieso lässt du dich denn beißen, Mann? Ich hab den gar nicht gesehen, die Schneewolke. Ja, das stimmt. Auf einmal war er neben mir. Der will nur spielen. Ja, Freunde, ihr seht selbst, ich habe schon 70% hier meine Energieleiste, die geht runter. Ich krieg Damage hier. Ja, ich habe noch 34. Aber was sollen wir machen, ne? Wir müssen ja irgendwie auch vernünftige Symptome wiederherstellen, Leute. Ja, aus dem Grunde bin ich auch sammeln gegangen. Die Schneewolle habe ich gar nicht gesehen, der kam doch plötzlich von der Seite, ey. Und natürlich gleich sofort Tollwut. Ja. Die Krankheiten, die sind leider auch sehr schnell verfügbar, sag ich mal. Ja. Du. Ja, wir haben, glaube ich, Tag 17 oder keine Ahnung was. Und aber hier ist läuft. Einer gestorben. Oh, mach keinen Scheiß. Wahrscheinlich was gar. Warum bist du denn gestorben? Keine Ahnung, da liegt auf jeden Fall ein Rucksack hier. Vielleicht Kälte, wa? Ich meine, der ist ja nackt gewesen. Leute, ich habe auch noch... Bei sterbende Sonne bekomme ich irgendwo Wasser her. Muss sagen, aus dem Teich. Und dann siehst du ihn damit die Spitzhacke, lol. Was ist los? Ja. Oh Leute, ich habe keine Ausdauer mehr, gar nichts. Ihr seht das, wie langsam ich laufe. Vernünftige Symptome, Leute. Aus dem Fluss holt man Wasser, ist ja wohl logisch. Aus dem Abfluss. Ja, das ist so eine Sache. Na, natürlich muss man sich im Brunnen stellen. Aber ich weiß nicht, sollen wir ihm das schreiben? Ich würde ja gerne mal gucken, was hier im Rucksack drin ist, aber so bin ich nicht. Reingucken kannst du ja. Ach ja. Mann. Oh, ein paar Nägel. Ja, Freunde, Papa war einkaufen. Hat Hasen mitgebracht. So. Hast du auch einen Huhn oder was? Kühlschrank ist schon leer gefressen, Leute. Wie? Zwei Pfeile, dann habe ich drei. Na super. Baby. Also, jetzt kann ich hoffentlich wieder für einen Augenblick laufen. Leute. Ach, ihr seid da unten am Schreiben oder was? Geh mal lieber sammeln, Alter. Baby. Oh, ist das Wetter wieder immer schlimmer, Mann. Nö. Oh, nee. Ja, ich hab kein Fleisch mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Keine ja, geht Ausdauer. Mir auch so. Vor allem, ich habe ja nur 50% Energie, Alter. Shit. Oh, ich muss so ein Wärmeding da bauen, Leute. Das bringt nix. Wir kriegen zu viel Damage. Wir haben minus 4 Grad, Leute. Wie baue ich denn nochmal so ein Wärmefläschchen? Oh. Einmal Müll und das Grüne. Wir kriegen das Grüne nochmal. Das kriege ich hier raus. Oh, wir haben keine Blätter mehr, wa? Oh, Leute. Das wird jetzt ein Trauerspiel hier langsam, ey. Ja, aber Februar, das ist langsam das Ende. Ja, ist Februar, Leute. Kannst du sagen, ey. Mein Gott. Mir wird auch noch Schnupfen, man hört's deutlich. Yeah. Dein Fleisch brennt an, ne? Achte da drauf, das höre ich irgendwie hier. Ja, ich bin ja schon im... Ich glaub's ja schon im Ofen rein. Okay. Aber es reicht nicht, alles im roten Bereich,
Ja, ist bei mir nicht anders. Bei mir ist im orangen Bereich. Voll dumm, ey. Leute, ihr seht selbst, sonst geht's nicht so gut. Ich mache mir gerade so eine Wärme-Dings, damit ich wenigstens ein bisschen sammeln kann, Leute. Mehr Baby. Und nicht Damage kriegt, damit die Energie mal wieder hochgeht hier. Schweineladen. So, das stelle ich da hin. Oder mache ich mir noch einen? Mache ich mir noch einen, ne? So, weg mit dem Schrott. Ne, das ist ja gar nicht, das hier. Gut, Leute, ihr seht selbst. So, ich versuche noch mal ein bisschen was zu holen, Fleisch und so. Wir nehmen eine Heizung, ein Wärmegerät. Versuchen schnell Fleisch zu bekommen, Freunde, denn das mangelt uns allen Beteiligten hier im Moment. Normal könnte man ja auch Schnee trinken, war das irgendwie so oder was? Ich weiß nicht. Nee. Hey Baby. Alter, minus 8 Grad, ey. Noch nicht mal ganz aus der Haustür raus, minus 8 Grad. Ja. Ja, kein Schwein lange durch, ey. Nee. Total übel, ey. Und das ist richtig schlimm. Voll laut, ey, das Wetter schon wieder. Nee. Mega laut, ey. Ja, ein Fleischstück. Also das ist echt traurig hier. Dass man sich nicht mit dem Schnee waschen kann. Leute, ihr seht jetzt, das Spiel zieht an, das wird immer schwerer. Irgendwie gibt es auch weniger Tiere, also ehrlich. Mann, da läuft es gerade vorbei, ey, das gibt's doch nicht. Voll Schneesturm hier, richtig übel. Mehr Baby! Das hat der Programmierer aber echt hardcore gemacht hier, ey. Ja. Und die Bären, die schlafen ja irgendwie auch, ne, oder? Yeah. Oh Mann, jetzt hat er wieder keine. keine Munition. Habt ihr das gesehen? Oh, ich mach das mal ein bisschen leise, sorry. Kann ja die Geräusche ein bisschen leiser machen, das ist ja wirklich laut, Leute. Oh, Nase, ich hab's wieder hier, ey, am frühen Morgen. Leute, ihr seht, das Spiel zieht an. Obwohl wir mittlerweile zu viert hier sind. Ich weiß gar nicht, aber die anderen machen wahrscheinlich, die bauen für sich selber, ne? Oder machen die irgendwas für uns, keine Ahnung. Ja, was sollen sie aber auch machen, kann, ne? Was kann das die ganze Zeit bei uns? Okay. Ja, was sollen sie auch anderes machen, ne? Guck mal, bei dem... Ja. Selbst wir gehen drauf, Alter, mit unserer Hightech-Ausrüstung. Ja, vor allem das Schlimme ist, dass wir kein Fleisch mehr haben. Wir können nicht mal angeln und nix, ey. Ich weiß, ich bin schon am Sammeln. Wie so ein Verrückter. Leute, wir zünden das nächste Wärmepaket. Leider halten die auch nicht so lange. Wo ist dieses fuck scheiß Huhn, Alter? Mir Baby. Alter, trifft nicht. Scheiß Ausrüstung, Alter. Oh, jetzt geht langsam alles verloren. Oh. My baby. Alles geht uns verloren. Ja, Mann. Was soll denn das, Mann? Der nimmt ja überhaupt keine Damage, ey. Also das ist voll albern langsam hier. Hey, Baby! Was hast du denn, mein Sohn? Ach, ich schieß gerade auf so ein scheiß, Wintervieh hier. Und irgendwie hat der überhaupt keine Damage genommen.
Obwohl ich getroffen habe. Da hat er mich einmal gebissen, der Hund. Oh, da kommt noch nichts raus. Immer nur ein Stück, ey. Das ist voll albern hier. Wie viel Munition habe ich noch, Leute? 13 Schuss, und das ist auch nicht die Welt. Hier war da irgendwo so ein Kakehnchen, ey. Wo ist es denn? Da. Jetzt bleibt mal locker hier, du. Ja, ich habe kein Fleisch mehr. Kann nicht mehr viel machen. Das ist das Problem, ey. Oh, Mann. Kann auch nicht lange laufen. Blöde gemacht hier. Also manchmal regt mich das Spiel aber auf. Nein, ich hör einen Huhn, zwei Kugeln, Alter. Ist ja nicht normal. So, ich komme in ein Haus und fütter dich, ne? Ich brauche eine Wasserflasche, Leute. Lass da eine drinne, damit ich mich waschen kann. Mein Baby. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Die vernünftigen Symptome, die gehen uns langsam aus hier, Leute. Meine Heizung ist auch vorbei. Ich habe schon wieder 50% Damage, Alter. Los, komm, lauf. Schnell rein in die warme Bude. Überall laufen hier die Spieler lang, ey. Oh, jetzt ist hier kein Wasser oder was? Doch, da, oh. Hände waschen. So, Fett habe ich ein bisschen mitgebracht. Bist du das oder was? Nee, was gar nicht ist das hier? Schön viel Fleisch, Freunde. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, das brettert. Hier müssen wir weiter zusehen. Oh, Alter, was schießt du denn da? Mit Schrot oder was? Nein, ich bin tot. Oh nein, auf was hast du denn geballert? Auf den Schneeboys. Ja, die sind echt manchmal dämlich. Und der hast du dich tot gekriegt mit dem Schrot nicht? Nee. Oh Mann. Eieieiei, oh toll, ey. Alles leer hier, ey. Boah, ich dreh durch, Alter. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Ich versuche hier so gut es geht, vernünftige Symptome herzustellen. Aber es ist nicht leicht. So, das muss reichen. Der Rest kriegt die Möwe hier, Alter. Wir müssen unbedingt vernünftige Symptome. Ja, du, Olli, du musst mal hier schnell den Schneelöwen, der hier draußen ist, mal eben schnell weglocken. Ja, wo ist der? Ach, da hinten, ich sehe ihn. Sachen, warte, 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 ich komme. Oh, schnell weg. Danke. Der ist hier festgehongt, Leute. Wie geil ist das denn? Na komm. Los! Dauert das lange hier? Hast du ihn getötet, den Wolf, oder was? Ja, der liegt schon im Ofen. Wo bist du denn? Ja. Ja, warte, hier ist Fleisch. Ich schmeiß dich auf Erde. Den Rest hast du, ne? Gemüse oder so? Ja. Ja, alles gut. Sehr gut. So, Strom geht auch wieder. So, Freunde. Ihr seht, vernünftige Symptome müssen wir herstellen. Nee, warte mal. So, ein bisschen Fett reinpacken hier. Ich habe auch noch ein bisschen fleischy. Gut, so, Gemüse liegt noch hier im Schrank. Also Gemüse ist kein Problem anscheinend.
Oh, das also Schrotgewehr ist nicht zu empfehlen gegenüber dem Tier. Echt nicht? Nee. Ja, Freunde, ihr seht selbst, wir drehen hier total durch. Das Stück Fleisch ist noch da drinnen, ne? Kannst auch noch essen. Ja, ich hab keinen Hunger. Dann nehme ich das. Ja. Hier, ja. Was ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ja, über den Ofen. Was ist da oben? Das schmeißen wir doch gerne noch rein. So, jetzt habe ich gute Energie und kann wieder auf Jagd gehen, Freunde. Ihr seht selbst. Für die nächste Fleischlieferung. Obwohl es bald dunkel wird, anscheinend. Aber der Sturm hat sich ein bisschen gelegt, ne, Freunde? Ihr seht selbst. Ja, wir müssen ein Wärmepad wieder starten. All das ist einfach zu kalt. So, Heizung ist an. Und hoffe ich, dass... Ja, Freunde, so ist es. Ne? Den Fleischvorrat kriegen, damit wir noch einen Tag länger überleben, Leute. Weil selbst wenn man stirbt oder so, dann hat man auch nicht 100%. Dann fehlen die ganzen Sachen wieder, ne, auf 50 runter oder so. Ist auch nicht gut. Nee. Also mit einer Sterbetaktik sozusagen, ne, kann man auch nicht durch den Winter kommen. Nee. Da trinke ich lieber Tee. Oh, Milbe. Oh, ich krieg Hunger langsam. Ja, Freunde, wir haben auch schon 8 Uhr, ne? Ich werde gleich mal ein paar Tortellinis reinpfeifen, glaube ich. Eine Kiste, ne, mit ein einziges Benzinfläschchen drin. Also das ist ja echt traurig hier, ey. Wasserpflanzen gibt es wie gesagt gar nicht mehr. Ja, Metall, im Moment brauchen wir Fleisch, Leute. Ey, sag mal, sind die Bären im Winter weg? Machen die Winterschlaf? Ist das so? Ja, kann sein, ne? Anstatt... In der Realität ist das ja so, ne? Okay, weil die fehlen komplett. Und das, seitdem gibt es Schneewölfe irgendwie. Nee. Yeah. Leute, das muss vernünftige Symptome geben. Ich hab gar keine Munition mehr für mein gutes Gewehr, ey. Was soll das, ey? Ich brauch Munition. Müssen wir schon Wölfe schießen, um zu überleben, Leute, ey. Das ist ja peinlich hier. Und das nächste ist... Wir müssen unseren Kühlschrank auch abwerten, dass er nicht mehr so viel Strom verbraucht, ey. Du meinst aufwerten? Ja, aufwerten. Ja, das stimmt. Abwerten, glaube ich. Ja. Nee. Mann. Das erfordert hier vernünftige Symptome, Leute. Ich drehe durch hier. Mr. Chaos außer Rand und Band. Du bist richtig sauer, Leute. Ah, es wird aber langsam wärmer, Leute, spürbar. Man kann schon fast wieder nackt draußen rumlaufen. Ja, genau. Bei minus 2 Grad. So, ein Hähnchen habe ich da eben noch gesehen. Vernünftige Symptome, die Kisten spawnen auf dem Berg, wo man nicht rankommt. Leute, das ist natürlich echt genial. Das Hammer hier, ne? Yeah. Leute, das Spiel, das zeigt wirklich, was wir für Symptome hier. Lauf doch! Oh, hat mich wieder gebissen, Alter. Schon das dritte Mal jetzt, ne? Dass ich noch lebe, ein Wunder. Oh, ich kann schon 5 Meter weiter rauslaufen, das ist jetzt schon mal was. Läuft bei dir. Ja, Leute, ja, das läuft bei mir. Du fragst dich nur wohin, aber es ist egal. Wie? Leute, wir brauchen Metalle, wir brauchen alles und wir kriegen hier nichts und ich finde hier nur Schnee. Aber jetzt habe ich hab mal die Hände gewaschen, Freunde, weil sonst kriege ich bestimmt eine Infektion, ja, und dann. Das ist doch mal Zeit, dass du immer die Hände wäschst. Milwe. Ja,
Das wurde auch mal Zeit. Hallo, wo ist es? Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Hallo. Oh, vernünftige Septo. Oh. Oh. Was hast du denn da? Das will ich nicht hier. Achso. Ja, ich guck auch aus, schau, aber irgendwie ist hier nichts. Oh, ich fass das gar nicht. Turbo-Huhn, ey. Ja, du siehst wenigstens mal einen Huhn oder so. Das hat mir aber Kraft und Energie gekostet, Leute. Ich sag euch das. Hier bei minus 5 Grad hinter einem Huhn hinterher hetzen, alles zu Fuß. Ja, stellt euch mal vor, jetzt wären noch Deadlifts und so an, Leute. Ja, die kommen mal eben schnell vorbei. Mit Granaten und so. Ja. Die kann man jetzt ja auch noch verschiedene die kann man ja übrigens auch verschieden einstellen, die Deadlifts. Dass sie nur Rache hegen, wenn man sie angreift. Oder dass sie Rache hegen und einfach mal spontan zu einem Überfall vorbeikommen. Leute, das stellt euch das mal so ein und stellt das Spiel mal auf schwer, auf hart geht glaube ich nicht, auf ganz hart geht nicht. Dann wollt ihr mal sehen, wie viele Tage ihr überlebt. Nämlich 0,0. Mewe. Hund wieder. Ja. Richtig und wichtig wäre es doch diesbezüglich zu argumentieren, liebe Programmierer. Ah, ihr könntet das Spiel ruhig ein bisschen leichter machen. Jetzt wird es schon wieder kälter, Leute. Guck mal, ich muss nach Hause. Meine Wärme. Taschenwärme sind leer. Taschenwärme, ich gebe mir Taschenwärme aus Hause. Ich wusste schon immer, dass ein Mädchen ist. Ey, Leute. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Unser Eins hier geht hier wie ein Mann nackend, nur mit einem T-Shirt bekleidet. Und Umkreis von 5 Meter, na klasse. Umkreis von 5 Meter. Du hast doch nicht einen Brocken Fleisch da gesammelt, Alter. Baby. Hallo, was meinst du, woher die anderen Brocken da kamen? Oh, eine Premium-Kiste bei uns hier direkt. Oh, shit. Ja, ohne Dietrich bringt das doch nicht viel. Ne? Ja, das entspricht der Wahrheit richtig ist. Wo war hier was? Ich hab hier Bock online. Gut, Freunde, wir haben von der Kälte 50% Damage schon, deswegen müssen wir schnell nach Hause. Kein Hühnchen mehr weit und breit. Kein Wasser mehr. Da ist ein Reh. Hängt das Viech fest? Nee. Ist doch noch sehr agil. Ich lock mal ein Reh zum Haus. Kannst du abknallen. Me baby. Ist ja nicht beim Haus. Achso. Der Sonnenuntergang sieht aber romantisch aus. Da ist noch ein Reh. Umzingelt von Rehen hier. Komm her, du Huhn, komm her! Maybe. Wie? Maybe wie? Maybe wie? Wie? Weiß man gar nicht, wem Huhn man zuerst folgen soll, scheiße. Mann, wie sind die alle aus? Hatten wir Stromausfall oder was? Scheiß hier. Wer ist das denn? Was gern? Ah, tatsächlich, hier ist wieder Stromausfall. Mann! Nein, ja, da ist der Kühlschrank auch aus. Ja, Mann, wenn Stromausfall ist, ist alles aus. Dabei war doch noch Saft im Generator. Hat den jemand ausgemacht? Werden wir hier etwa manipuliert? Ich hab da ja extra. Das muss laufen, der Generator. Ja, deswegen. Lass den mal bloß laufen. Wir brauchen das Wasser hier und alles. Das muss durchdrehen, Alter. Ja, Freunde, ihr seht selbst. Wir kochen jetzt noch mal ein bisschen Fleisch für unsere kleinen Bengels hier. Die Tomaten sind hoffentlich auch bald mal fertig. Das wird schon wieder nach, oder was? Ja. Zwei Pfeile noch. Ja, gemacht. Freunde, das bedeutet, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es da heißt: Überleben im harten Winter bei Subsistence, der LP-Schmiede, dem Mr. Chaos. Ja, und unseren beiden Mitspielern, der sterbende Sonne und dem Wasgorn. Also schaltet wieder ein und guckt euch das Ganze an, wie wir entweder überleben oder sterben im Winter hier. Yeah. Weil uns die Vorräte ausgehen.
So sieht's aus. Wir uns die Hände nicht mehr waschen können und so weiter und so fort. Leute, auch so das Volt ist das hier rüber. Ja gut, dann schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao, bye, bye, bella, bella, packa, packa und so weiter und so fort. Ne?